Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Jetzt wäre ja eigentlich die zweite Folge gekommen der Aufnahme, aber ich habe es euch ja gestern schon erzählt, mir ist leider die Aufnahme abgeraucht. Aber wir haben genug Münzen, um nochmal ein Päckchen aufzumachen und das machen wir doch jetzt direkt mal. Was haben wir denn drin im extraordinären Pack? Oh, es ist ein großes. Wir haben den Hockeystar freigeschaltet, nicht mein Favorit, ich hätte mir mal noch ein anderes Teil gewünscht. Oh Mann. Die Zukunftsspartaner. Sehr cool. Okay. Und noch eins reicht es leider nicht. Wir schauen mal gerade noch, was heute so am schwarzen Brett ist. Ich habe immer noch jede Menge Suburbination. Ihr seht es. Was haben wir denn hier? 5 Spieler verhöhnen. Das könnten wir doch mal mitnehmen. Ja, das wäre im Endeffekt auch Suburbination. Wir versuchen es einfach mal. Ich kann es ja immer noch wieder weg. Oh, ich glaube, ich habe das Falsche angenommen, ne? Ja. Hab ich. Ich weiß es nicht, warum mir das mal passiert. Jetzt habe ich das Richtige. So, okay. Dann suchen wir uns mal ein Suburbinationsspiel. Zack. Und jupp, rein. Rein mit uns. Ich finde das so genial, wie man da durchfliegt, während nach den besten Mitspielern gesucht wird. Aber nur die besten. Rein theoretisch könnten wir gar nicht verlieren. Wir sind im Aquacenter. Hier würde ich ja ganz gerne nochmal den Wicht spielen, wenn ich auf Zombie-Seite komme. Den spiele ich momentan sowieso ultra gerne. Aber ich finde, der spielt sich hier auf der Map auch wirklich gut. Muss ich wirklich sagen. Der macht hier echt richtig Laune. Ja. Immer dieses lange Laden. Aber es beruhigt mich, dass Fabi das... Oh, okay, wir sind auf der Pflanzenseite. Wollen wir mal Kaktus spielen? Ich habe den noch gar nicht gespielt, die Zukunftskaktier. Komm, wisst ihr was, wir spielen mal die Zukunftskaktier. Den habe ich echt noch gar nicht gespielt. Wir starten direkt mal durch mit unserem Knoblauch. Maisschlag und los. Die fliegt sich irgendwie total ungewohnt. Ich habe das Gefühl, die fliegt sich ganz anders als früher. Als früher im ersten Teil. Im ersten Teil habe ich ja relativ oft Kakteen gespielt. Der Wicht ist ganz eindeutig zu schnell für mich. Oh Gott. Schade, das geht nicht. Man hätte es ja mal, man konnte es ja mal versuchen. Oh. Der Maisschlag, der kommt gut. Und der weicht halt auch gut aus. Nein. Ach komm. Aber der schießt ultra miserabel. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht gut geschossen. Aber ich habe immer den Kill gemacht. Okay, da hinten war eben ein Zombie. Wo ist er jetzt? Zu nah. Oh, der schießt mit Lasern. Piep, 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 piep. Ups. Der ist ja cool. Oh, komm da raus. Los, komm nach vorne. Wow. Von wo? Von wo? Da unten. Shit. Das ist nicht... Diese Wände, ich frage mich nach wie vor, was die eigentlich bringen. Na danke. Was hatte ich jetzt was gebaut, außer mich zu trollen? Boah, Himmel. Oh Gott, nein. Da ist in die Kartoffelmine reingetreten. Leider war die nicht von mir. Ja, aber hier dominieren doch sehr die Zombies gerade. Ich glaube, hier werden wir nicht mehr so großartig viele Punkte machen können. Muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, ich wechsle gleich wieder zurück. Irgendwie ist es nicht so meins, dieser Kaktus hier. Ich habe früher total gerne Kaktus gespielt und mittlerweile komme ich damit überhaupt nicht mehr klar, muss ich sagen. Boah. Wie viel Leben hat er denn gehabt? Der hat doch gerade eben schon gekämpft. 20% hat er noch übergehabt. So viel kann das nicht mehr gewesen sein.
Und nimm die Metallblume. Was kam denn da angeflogen? Kommt, Leute, mir nach! Das ist nicht gut. Ja, diese All-Stars hier. Ah, schon wieder der Fabian Nero. Würde Fabian nicht anders heißen und würde er nicht im Jahr 92 geboren sein, würde ich sagen, das wäre er. Normalerweise erwischt nämlich Fabi mich immer. Das war jetzt mein Kill. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Der Wichtkick. Ernsthaft jetzt? Ach komm. Ach Mensch. Da bringt alles Heilen nichts. Lass sie wiederbeleben, lass sie wiederbeleben, lass sie wiederbeleben. Danke. Oh, Level 3. Ja, nee, aber es ist schon... Ihr seht, es ist fast zu Ende. Ja, eine recht eindeutige Runde eigentlich. Ja, und da ist es vorbei. Ich würde sagen, wir machen gleich direkt noch eine Runde Suburbination danach. Ei, wir sind... ziemlich untergegangen. Mit 100 zu 46. Wir haben nicht mal ganz die 50% erreicht. Das ist schon nicht so toll. Guck mal, da hinten ist eine Sonnenblume, eine Pharao-Blume. Die habe ich mir gerne gespielt im ersten Teil. Aber irgendwie, ich spiele momentan andere... Och nö. Ernsthaft, so knapp vorm... Ich spiele momentan andere... Pflanzen irgendwie lieber. Wobei ich momentan... Auf Pflanzenseite habe ich gerade generell so ein bisschen... Ich weiß es gar nicht, was ich spielen soll. Aber irgendwie spielt keiner mehr Rosie seit dem Nerf. Dabei ist sie gar nicht so viel schwächer geworden. Mein, zumindest Fabi. Ich werde sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich hätte gerne mal die Feuer-Rosie oder irgendeine andere. Und nicht die Standard-Rosie. Ich habe für die Gift-Rosie habe ich schon was. Für die Eis-Rosie habe ich, glaube ich, auch schon einen Teil. Für die Feuer-Rosie habe ich auch schon einen Teil. Aber ich kriege keine komplette Rose zusammen. Das wären keine guten Voraussetzungen für den Bachelor. Stimmt, da kommt ja heute Abend die letzte Folge. Boah. Ich glaube, das ist die letzte, oder? Was eine Überleitung. Der Zeitreisen-Freizeitpark. Das ist auch eine Karte, die ist richtig fies, finde ich, bei Suburbination. Das ist nämlich die mit den Warp-Portalen. Die ist richtig, richtig gemein. Aber ich mag die im Eroberungsmodus, mag ich die unheimlich gerne. Im Stream haben wir es einmal gesehen. Das geht ja am Ende noch mit Burgen und Schlössern und richtig genial. Ich möchte bitte das Team wechseln. Oh. Spiel mir aber die Rosie. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Da ist noch eine Rosie. Juhuhuhu. Die Rose ist schon schön. Die ist voll cool. Komm, hier nehmen wir erstmal B ein. Der Wicht geht direkt Enrage, aber das war wohl nichts. War ich jetzt dabei beim Einnehmen? Ja, ne? Ich hoffe, ich war dabei. Ich habe das nämlich als Quest. C ist da. Da war ich definitiv dabei. So, Kombinationsparty! Party, 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 Party. Oh, wo ist der Wicht? Da unten. Da geht der Wicht Enrage. Oh, schon kaputt? Oh, oh, die nehmen C ein. Schnell zurück. Der Mais kommt mit. Oh, das sind mal viele, oder? Autsch, das waren richtig viele. Da geht eine richtige Party ab. Oh mein Gott. Methanüberraschung, das war echt eine Überraschung. Die konnte ich null sehen durch diesen komischen Schmodder da in der Luft. Dann ist der Tarnfuzzi. So, als übernehmen wir nochmal ein... So ein... Hallo? Lasst mich nicht alleine. Ach gut, der Mais ist noch da. Von wo? Nein.
Lass mich in Ruhe. Okay, bitte lass mich... Ich war jetzt aber bei der Übernahme schon noch da, oder? Ich muss eigentlich mal eben gucken, auf Escape, wie viel ich jetzt noch machen muss. Zwölf Zonen neutralisieren, erobere 10. Okay, gut. Das sollte ich eigentlich... Wir müssen zu A. Wir müssen zu A. Und das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Suburbanationsparty. Ich gehe mal wieder zu B zurück, weil das ist nämlich ein ganz guter Ausgangspunkt, um zu den anderen Portalen hinzukommen. Oh, oh, jetzt wird A auch gerade wieder eingenommen. Aber C ist interessanter gerade. Und da haben wir eine ganz gute Ausgangsposition, weil wir da jetzt zu dritt hinkugeln. Zigifiziert. Ist da noch irgendwo ein Gegner? Nee, ne? Okay, Neutralisierung. Jawoll! Das läuft doch hier. Jetzt müsste ich, glaube ich, noch eins. Ja, es müssten noch mehr sein. Wie viel muss ich noch erobern? Doch, noch eins. Okay, Wow, alle zwei Stück. Okay, die hätte ich vielleicht immer Zeitfenster in mein Slowfeld reinschubsen sollen. Beziehungsweise Slowfeld in sie rein. Aber okay, meine Ohrhaare sprechen zu mir. Hier bin ich falsch. Zu A geht's hier lang. Oh nein. Ernsthaft? Och Mensch. Ich muss doch noch erobern. Lass mir doch den Spaß, du blöder Zombie. Okay, C wäre dann die andere Möglichkeit. Geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt werden die aber übermütig hier. Leute, los! C erobern! Hör auf, die zu blockieren! Oh mein Gott. Ah. Okay, ich muss hier wieder raus. Ah, wird gerade zum weiteren Problem. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Meister hin. Nee, nehmen wir gerade ein. Oh, lass mich noch rein, lass mich noch rein. Wie? Ich muss er die von Anfang an erobern? Muss man das C, also das ging, wird das jetzt nur bei C gehen, dass wir es auch noch abbauen müssen vorher? Okay. Da ist er. Oh Gott. Meine Güte, was geht denn hier gerade ab? Was geht denn hier gerade ab? Du blöder Papagei. Ich habe ja eigentlich nichts gegen Papageien, aber... Das Stachelschwein. Ach komm, den Zoologen, den hätte ich auch mal gerne. Den habe ich leider auch bislang noch nicht bekommen. Warum konnte ich den nicht zur Ziege machen? Ich drücke die ganze Zeit wie blöd 3, aber es geht nicht. Die Belzebub. Was? Was ist das? Ist bei C gerade noch jemand? Nee, komm, müssen wir schnell erobern. Schnell. Ganz, ganz schnell. Huch. Okay. Das hat wieder nicht gezählt. Warum hat denn das nicht gezählt? Das verstehe ich ja jetzt nicht. Okay. Und es ist mit A.
Wir sind schon durch. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nichts mehr machen? Gewonnen! Immerhin eine Challenge habe ich abgeschlossen. La. Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch ein Pack öffnen. Das mache ich gleich noch mit euch zusammen. Dieser Giftwissenschaftler, den habe ich auch noch gar nicht gespielt. Ich habe den eigentlich, aber ich habe den noch nicht gespielt. Okay, Stickerladen. Einen können wir auch machen. Machen wir doch mal noch. Bitte ein guter... Nein, ich glaube, das ist, oder? Doch, aber wieder ein neuer. Ein Ingenieur. Oh, die Wimpern-Extensions für die Erbsenkanone. Sehr schön. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute von euch. Morgen geht es dann wieder weiter. Dann auch wieder mit Willi und Fabi. Bis dahin. Tschüss.